So Leute, es geht weiter hier bei Let's Play Batman Arkham Asylum. Wir sind immer noch in den Gärten, wo wir im letzten Part zwei mutierten irgendwas besiegt haben und es heißt einmal mehr Hacken. So, haben wir. Ich brauche etwas, um über diese Schlucht zu kommen. Richtig, wie wär's mit einem neuen Gadget? Das wäre auf jeden Fall erstmal eine Idee. Na? Wenn das nicht mal geil ist, dann weiß ich auch nicht weiter, Leute. Und zwar haben wir jetzt den Line-Launcher gekriegt. Wir können uns, ohne den Boden zu berühren, von Punkt A nach B schwingen. Aber vorher möchte ich dorthin, da noch Erfahrung zu holen ist. So, jetzt darüber. Jetzt kann ich Ivy finden. Richtig, denn wir haben ja jetzt auch den Scanner so eingestellt, sodass je größer die Zahl wird, logischerweise sind wir dichter an Ivy dran. Okay, und das wäre dort hinten. Wartet mal. Ach, fuck. Egal. Machen wir so. Und darüber. Finde ich auch cool, dass man so noch, wenn man ganz schön Speed drauf hat und dann landet, Dingens. Na, ein bisschen slidet, da man ja ziemlich an Geschwindigkeit drauf hat. So, und bei Ivy jetzt. Ich bin mal wieder leise. Es ist gut, meine Lieblinge. Ich bin jetzt hier. Meine armen Lieblinge. Ja, ich weiß, er hat uns gefunden. Aber ich lasse nicht zu, dass er euch verletzt. Ich werde ihn vorher töten. Ivy, ich weiß, Dr. Young hat diese Pflanzen mutieren lassen, um Venom zu produzieren. Ja. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass die fiese Frau den Preis dafür bezahlt hat. Du musst mir dabei helfen, ein Gegenmittel herzustellen. Wieso sollte ich? Lass Joker seinen Spaß haben. Ich genieße es zu sehen, wie du dich vor Schmerzen windest. Du warst zu lange in der Dunkelheit. Jeder Pflanze auf der Insel wird das Gleiche passieren, wenn du nicht kooperierst. Es gibt eine Pflanze, die verborgen auf Arkham Island wächst. Nur sie kann mit der Wirkung des Titanstamms fertig werden. Wo kann ich sie finden? Im Versteck dieses Mörders Croc. Du hast nicht gedacht, dass es einfach wird, oder? Geh in deine Zelle, oder du bist als Nächster dran. Ich werde warten. So, okay. Muss einen Weg in Killer Crocs Versteck finden. Es liegt unter Arkham Island. Im System steht nicht, wo er festgehalten wird. Ich habe eine Tür neben der Bathöhle gefunden, aber sie ist fest verschlossen. Es muss einen anderen Weg reingeben. Ich habe Aufseher Cash in der Villa gelassen. Mal sehen, ob ich über ihn rausfinde, wo Croc festgehalten wird. Genau, und so sieht auch unser nächstes Ziel aus. Raus aus den bultonischen Gärten und wieder zur Villa. Yep. Bin ich nicht, denn ich räume hier gerade ein bisschen auf. Wie ihr gerade gesehen habt. Du wirst bluten, Ben. Ach, fuck.
Der war zu weit, um den auszukontern. So. Okay, das war Lachs. Na, ist das der letzte? Ja, scheint mir so. Schöner Beinfeger, passt. Ich denke mal. Jo, okay, wieder da lang. Wo wir hergekommen sind. Jetzt hier nochmal lang. Ich glaube, ging das lang. Verdammt nochmal. Warte mal, da ging das. Ich gehe mal hier lang. Okay, dann lässt du das eben. Ah ja, hier sind wir richtig. Passt. Oder? Ach, fuck. Das hier lang. War eben. The fuck? Ah, hier, jetzt sind wir richtig. Hier ist der richtige Weg wieder. Okay. Hier hoch. Und dann hier längs. Ach nee, falsch abgebogen. Mein Fehler. Dort. Hey, leck mich, Fledermaus! Auf keinen Fall. Angestellt. Du bist da gefangen. Ja, ich stehe nicht auf Männer. Jetzt bist du nichts Besonderes mehr. Was macht er? Ja. Hast du nicht drauf? So, okay. Knockout. So, wir gehen weiter. Ah. Gibt eine Belohnung für jeden, der ihn zur Strecke bringt. Dann kriegen wir unser Upgrade, Mann. Joker sagt, ihr nennt dann stark als die Fledermaus. Wie viele haben wir denn hier jetzt? Jetzt warten wir, dass wir dran sind. Viere. Stell dich an, ich bin der Erste. Schon wieder hat's einen erwischt. Richtig. Du hast Joker gehört. Ja, okay. Hey, geh von mir runter! Was? Der hat mich gesehen. Die Sau. Ich werf erstmal einen Schallbattering dahin. Na komm. So. Gut. Zwei. Ja, dann hast du eben jemanden gefunden. Du auch? Was ist hier los? Seid still und sucht weiter. Lasst ihn hier, schwärmt aus und findet die Fledermaus. Ja, komm, dann geht doch. Ihr braucht mich nicht finden. Ich finde euch. Denkt dran, Jungs, in allen Ecken nachsehen. Er könnte überall auftauchen. Und wenn er
Kopf weg! So. Ja, what the fuck? Warum sind denn jetzt hier andauernd solche Bugs? Das ist mir noch nie passiert. Immer in der Aufnahme passiert sowas. Ich sag's euch. So, schön abgefangen. Gut. Und wieder in die Richtung hier. Upgrade-Zeit aber zuvor. Was machen wir? Ich wäre für Panzer wieder. Da. So. Haben jetzt das vorletzte der Schutz-Upgrades freigeschaltet. Oder gegradet, wie auch immer. Also es gibt 4 Panzer-Upgrades, um es mal so zu betiteln. Das ist schlecht, denn das ist jetzt der Part, den ich nicht so mag in dem Spiel. What the fuck? Ey, was ist das für ein dreckiger Bug gerade? Der ist mir noch nie zu Ohren gekommen. Danke. Ja, ich lach mich tot. Oh. So, wieder raus. Und mal gucken, ob sich hier jetzt was getan hat. Oh ja, das hat's. Wir sehen schon, alles ist so ein bisschen verwuchert. Die eine andere Wirkung haben. Ihre Pflanzen wachsen. Bald sind sie nicht mehr kontrollierbar. Aus, als ob die Pflanzen weiter mutieren. Richtig, denn das sind jetzt ein paar Gegner, die ich nicht so gerne mag, aber Ivy letztes Jahr bei ihrem Angriff auf Gotham verwendet hat. Sie sind tödlich. Was nicht heißen soll, dass das schwer ist. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen. Also am besten hier sich so ranpirschen. Und wenn sie noch keine Projektile abfeuert, dann ist alt okay. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach, zur Villa. Na, okay. Fuck. So, Nummer 1. Ganz ruhig hier ankommen. Nummer 2. Und jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um die ganzen Pflanzen. So. Wo haben wir denn die nächsten Exemplare so? Der kann erstmal hier antanzen. Ich werde jetzt hier natürlich nicht alle Pflanzen killen. Wäre langweilig auch. Mein. Oder? Ich weiß gerade nicht. So, die hätten wir. So, die nächste. Und dann die noch. Da hinten ist ja auch noch so ein Typ. Den möchte ich auf jeden Fall noch ins Land der Träume erstmal schicken. Cool finde ich auch, wenn man eine Pflanze dem Gar ausmacht, dass dann die Kamera so dreckig wird. Dass das dann so ranspritzt. Aber ist, denke ich mal, mittlerweile schon fast ein Standard geworden, dieses Stilmittel. Gar nicht. Konnte ich
Ne, unten kann ich gar nicht durch, weil da ja der Weg versperrt wurde durch die Pflanze. Hier wirklich kein Turmband? Ich meine, beim letzten Besuch habe ich auch schon gefragt, aber trotzdem. So, jetzt sind wir in der Villa. Hat sich doch ein bisschen getan. Und eine Sache, wir dürfen jetzt nicht nach unten. Da ist nämlich dieses rote Zeug. Wir können uns zwar retten durch einen Enterhaken, aber ist jetzt nicht so schlimm. Und übrigens, ich sehe das gerade. Man sieht schon einige Veränderungen zum Anfang. Wir haben sogar eine Wunde bekommen. Was richtig geil gemacht worden ist. Aber ich würde an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut machen und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Let's Play Batman Arkham Asylum. Bis dann und ciao!